Ja, ein freundliches Hallo an alle Messerfreunde. Ich möchte euch heute mein Chris Reeve feststehende Klinge namens Nyla vorstellen. Chris Reeve wurde ja in erster Linie bekannt durch seine Sebenza-Reihe. Hier ist auch mein Sebenza als Moll-Variante. Es wurde aber hier schon so zahlreich besprochen und finde ich so gut besprochen, dass ich das an dieser Stelle auch nicht mehr machen möchte. Wer sich dafür interessiert, schaut sich gerne mal vom Stefan 123, 21 oder Appleboy, NetCologne und viele andere haben das Messer sehr, sehr schön besprochen. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemand hier an dieser Stelle vergessen habe. In diesem Review geht es um das Nyla. Das ist das feststehende oder ein feststehendes Messer von Chris Reeve. Es ist hier ein Jagdmesser mit einer Drop-Point-Klinge und einem Hohlschliff. Als Material für den Griff hat man ein Micarta benutzt und hier in diesem Bereich hier aus einem Canvas-Micarta, was auch sehr stark unterbrochen ist mit sowohl Längs- als auch Querrillen. Diese Querrillen sollen übrigens, soweit ich das verstanden habe oder gelesen habe, die Antilopenhörner abbilden. Und diese Riffelung hier im Micarta geht auch dann hier im Erl weiter, was die Messer, wie ich finde, eine sehr gute Griffigkeit verleiht. Ein Abrutschen ist auch schwer möglich, weil die Klinge hier sehr weit runtergezogen ist und man hat es wirklich fest in der Hand. Mit dem Zeigefinger stößt man hier vorne sehr schön gegen. Was man auch erkennen kann, ich gehe mal etwas näher ran, ist, dass der Erl einmal natürlich durchgeht, aber auch an der Seite des Micarta-Griffes hervorschaut. So circa, ich habe es jetzt nicht gemessen, 1 bis 1,5 mm. Auch nach hinten läuft er spitz zu und schaut am Micarta entlang noch circa 1 cm raus. Er läuft spitz zusammen, so dass man auch den Griff, den Erl, nutzen kann, beispielsweise als Glasbrecher oder auch mal beim Festspannen mal den einen oder anderen roten Kronkorken aufzuhebeln. Wie bei Chris Reeve bei allen Messern üblich, haben wir hier auch eine Fingerablage, die dem Messer auch hier, gerade wenn man es so hält, eine sehr schöne Griffigkeit verleiht. Typisch für Chris Reeve ist auch die saubere Verarbeitung. Man sieht hier, dass der Messerrücken spitz zusammenläuft, aber an jeder Stelle trotzdem abgerundet ist, so dass hier gar keine Kanten entstehen. Die Schärfe des Messers ist für eine Werksauslieferung okay. Ich suche mal eben ein Blatt Papier oder ich greife hier aus meinem Drucker ein Blatt Papier. Ja, Vorführeffekt. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Da geht natürlich noch was, auch muss man dabei sagen, nicht zu vergleichen mit der Schärfe der Folder von Chris Reeve. Aber gut, das ist auch dem geschuldet, dass wir hier einen verhältnismäßig breiten Klingenrücken haben. Wenn man ein Messer in der Preisklasse und gerade mit dem Anspruch von Chris Reeve sich kauft, dann ist man natürlich auch kritisch, vielleicht sogar etwas überkritisch. Deswegen möchte ich auch auf zwei, drei Dinge eingehen, die mir bei dem Messer aufgefallen sind. Anfangen möchte ich mit der Scheide. Ich finde, es ist eine sehr schöne Scheide, die
auch mal anders geformt ist als die meisten anderen Scheiden, die so auf dem Markt sind. Was mir aber beim Kauf aufgefallen ist, ist doch dieser deutlich zu sehende, ich nenne es jetzt im ersten Moment mal Kratzer. Das war von der Werksauslieferung und ich muss sagen, ich habe mich an der Stelle schon das ein oder andere Mal geärgert. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen und schaute mir es mal genauer an, auch mit meiner Brille, die ich dann aufgesessen habe. Und man sieht, es ist kein Kratzer. Es ist tatsächlich eine Narbe, also eine Narbe im Leder. Das Tier wurde halt im Laufe des Lebens an dieser Stelle verletzt. Vielleicht am Weidezaun oder hat sich irgendwo am Strauch gerissen. Wenn man damit leben kann, ist das kein Problem. Ich finde nur, bei diesem Anspruch, den Chris Reeve hat, hätte man das Leder auch so aussuchen können, dass die Narbe beispielsweise hinten auf der Messerscheide zu sehen ist und nicht vorneweg. Vielleicht ist es auch Absicht, ich kann es nicht sagen an der Stelle. Mittlerweile stört es mich nicht mehr, zumal so langsam aber sicher die Patina auch kommt. Aber ich finde, man hätte es mit Sicherheit besser gestalten können. Was ist bei der Messerscheide noch zu beachten? Wir sehen hier auch, dass die verschiedenen Lagen des Leders, die hier zusammengeklebt sind, nicht nochmal versiegelt wurden, was ich finde, eine schönere Optik mit sich bringt. Ich weiß gar nicht genau, was man nimmt. Man nimmt so eine Art Wachs, glaube ich. Was mir auch aufgefallen ist, ist hinten die Gürtellasche. Die ist bei dem Chris Reeve, ich gehe mal näher ran, einfach so aus dem Leder rausgeschnitten. Ist natürlich kein Problem und es hat auch den Vorteil, dass das Messer fest oder auch eng am Körper anliegt. Es ist aber auch schwerer, den Gürtel hier an dieser Stelle durchzuziehen. Also ich finde es persönlich angenehmer, wie man das bei anderen feststehenden Messern gewährleistet, dass hier nochmal eine Lasche oben drauf gesetzt ist, was das Durchfädeln wesentlich vereinfacht. Ist aber sicher Geschmackssache. So, was man nicht erkennen kann, ich kann es schon erkennen, aber nicht auf der Kamera erkennen kann, ist hier an der Stelle, wo der Erl und das aufgesetzte Mercator zusammenkommen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen rau, das Mercator ist, so ein bisschen angefranst, aber so ganz, ganz leicht nur. Ich weiß, es könnte auch Kleber sein, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das Messer oder der Griff vielmehr an das Messer geklebt und geschraubt ist oder nur geschraubt. Ich habe es nicht ausprobiert. Es ist sicherlich auch kein Problem und das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ist in der Praxis auch nicht relevant. Aber für Sammler kann es schon auch mal stören. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Messer. Also mir macht es jeden Tag wieder Spaß, es in der Hand zu halten. Ich benutze es auch, aber ich muss zugeben, da es noch verhältnismäßig neu ist, habe ich es in der Praxis, außer so Kleinigkeiten, mal ein Holz angefächert, noch nicht benutzt. Vielleicht, wenn ich Zeit habe und Lust habe, werde ich bei Gelegenheit es auch mal in der Praxis vorstellen, dass man sieht, dass es auch seinen Preis wert ist. Zum Schluss noch die Daten. Die Klinge ist wie üblich bei Chris Reeve S35VN Stahl. Dann haben wir den Canvas Micarta Griff. Die Klingenstärke ist mit 4 mm für so ein Messer durchschnittlich dick. Die Klingenlänge habe ich mit 95 mm gemessen. Es ist eine Drop-Point-Klinge vorhanden, ein Hohlschliff und das Gewicht des Messers beträgt nackt, also ohne Scheide, 169 Gramm und mit Scheide 239 Gramm. So viel zu dem ersten Teil meines Messerreviews von Chris Reeve, das Nyla. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit euren Messern. Habt eine gute Zeit. Bis dann.